Tammes Diagnosen können auch grausam sein. Einigen Patienten konnte der Ostfriese aber schon mehrmals helfen, wo andere versagten. Wie diesem kleinen Mischling zum Beispiel. So, als wir oben in Norddeutschland wohnten, da waren wir in Filsum. Und seinerzeit hatte Tamme auch einige Wirbel wieder eingerenkt am Rücken und auch an den Beinchen was gemacht. Und das war danach, als hätten wir einen neuen Hund. Ne? Die Sorte lieben wir. Hand im Gegenhalten. Da müssen wir jetzt mal ganz fein vorgehen. So. Der Knochenbrecher untersucht zuerst die Pfoten. Drei. Vier Stück. Das ist aber ein Unterschied vom Pferd denn auf einmal hier rum. Da musst du richtig jetzt mal wieder umhängen. Kontrolliere deine Kräfte. Du. Ja. Ich sag's dir. Der Kleine wird sich schon melden, wenn's unangenehm wird. Und das Einrenken der Zehen ist unangenehm. Hadin. Oh nein, jetzt kannst du gleich wieder schnell laufen, Lassie. So, gut festhalten und den Kopf festhalten. Nicht, dass er mir auf meinen Finger lutscht. Oh, nee. Knack. Spring davon Sesseln. Ja. Ja. Dann sucht ihr euch ein ganz abstraktes Kissen suchen, was nicht zum Polster passt. Ja. Hand an Arsch halten. Richtig, ja. Richtig eben mal festhalten. Ja, ich merke das wohl. Zwei ausgewachsene Leute. So, sitz. Einmal laufen. Das merkt er sofort. Tatsächlich läuft der kleine Schreihals, als wäre nichts gewesen. Komm mir putzen. Ah, ja. So, jetzt macht er die Schritte größer. Das dauert jetzt 2-3 Tage. Der kriegt ein bisschen Muskelkater so im Arsch und so weiter. Aber um auf das Kissen zusammen, wenn ihr ein grünes Sofa habt, ihr kauft euch so wie hier so in Farbe Orange oder was, so ein billiges Kissen irgendwo, Ikea oder wo es die Dinger gibt. Den legt ihr vom Sessel und dann macht ihr 1, 2, 3, nehmt ihr den Hund und schmeißt ihn rein, fein. Denn beim Hochspringen kriegt der Hund das nicht, beim Runterspringen. Und der wird dann sofort umschalten, hallo, das tut ja gar nicht weh, wenn ich runterspringe. Und wenn er dann in so ein Kissen landet, dann flufft das. Dann ist das fluffig und er haut sich nichts durcheinander. Dann kann Purzel weitermachen. Denn das Sesselspringen abgewöhnen, das schaffst beim Hund nicht. Ja, okay. Dann müsst ihr alle unten sitzen. Gut. Weil der Hund sieht das nicht ein, dass ihr im Sessel sitzt im Fernsehen gucken, nur er darf nicht. Der Hund hat also nur zu viel ferngesehen. Das Herrchen ist mit der Behandlung mal wieder zufrieden. Jetzt haben wir gesagt, in 1,5 Jahren gucken wir noch mal. Und so wie er jetzt läuft, ist natürlich fantastisch.